Ich stehe hier mit dem Profiboxer Patrick Korte aus Essen. Patrick, du hast als Amateur beim SC Vogelheim, heute BC Vogelheim, das Boxen gelernt. Unter dem Trainer Franz Stahlschmidt, der zweifache deutsche Juniorenmeister 1971 und 72 und Bundesliga-Mannschaftsmeister 1972 mit dem BC Steele wurde. Folgende Titel hast du in deiner kurzen Amateurzeit als Amateurboxer erreicht: Rhein-Ruhr-Wupper Bezirksmeister und NRWV Vizemeister. Wie und wann hat deine Profikarriere angefangen? Ich habe 2015 als Profi angefangen zu boxen, nachdem der Franz einen Herzinfarkt hatte und ich vorher noch mit Franz 2013 den letzten Amateurkampf hatte. Habe ich mir dann die Gedanken gemacht, 2015 zu den Profis zu gehen und bin dann im Mai 2015 Profi geworden. Ja, und wie viele Kämpfe hast du jetzt als Boxprofi bestritten? Also ich habe jetzt im April meinen 10. Profikampf erfolgreich bestritten und auch siegreich beendet. Erfolgreich heißt alle Siege oder? Alle 10 als Sieger, ja. Ah, das ist ja 8 schon... davon hat sich K.O. Ui, das ist ja toll. Da brauche ich ja gar nicht herum. Wie sieht dein weiterer Weg als Boxprofi aus, die Zukunft? Also jetzt im August, am 5.8. haben wir den nächsten Kampf gegen Georgien, einen recht starken. Danach haben wir vor, ich gehe mal raus von Oktober, um die deutsche Meisterschaft bei den Profis zu kämpfen. Und dann planen wir das neue Jahr. Wer ist dein Profitrainer? Sebastian Flattling. Ah, auch ein alter Amateurkämpfer. Ja. Ja, also auch ein sehr guter Mann. Ja, Patrick, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Zukunft und gute Siege und hoffentlich auch zu den Veranstaltungen, dass viele Zuschauer kommen. Für welchen Verband boxst du? Ich boxe für zwei Verbände, für die GWA und für den Bund Deutscher Berufsboxer. Ja, gut, ich bedanke mich und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ab 19 Uhr finden an der Säumannstraße, Platzanlage des ESC Preußen, insgesamt 8 Kämpfe statt. Patrick Korte ist der Hauptact. Und nun hoffen wir alle gemeinsam auf eine erfolgreiche Saison und am heutigen Sonntag auf ein gutes Spiel und begrüßen auf diesem Weg unseren Gast.
Er sorgt bei unseren Torhütern im Training für Qualm in der Handschuhe und stellt...